Libori zählt zu den größten und ältesten Volksfesten Deutschlands. 9 Tage lang feiert Paderborn ein Fest, das mit seiner faszinierenden Mischung aus kirchlichen Feierlichkeiten und weltlichem Vergnügen einzigartig ist. Beeindruckende Zeremonien und Prozessionen lassen Geschichte lebendig werden. Ein buntes Markt- und Kirmestreiben mit vielen kulturellen Höhepunkten lädt zum Feiern ein. Das Libori-Fest hat einen religiösen Ursprung. Kirche und Stadt feiern die Ankunft der Gebeine des heiligen Liborius, des Schutzpatrons des Doms, des Erzbistums und der Stadt im Jahre 836. Dieses Ereignis war Grundstein für den Liebesbund ewiger Bruderschaft zwischen Paderborn und dem französischen Le Mans. Daraus hervorgegangen ist die wahrscheinlich älteste funktionierende Städtepartnerschaft der Welt. Libori ist ein Fest, zu dem alle Menschen über alle Grenzen hinweg eingeladen sind, weil es Kirche und Welt verbindet. Während des Triduums, der Schreinerhebung, Schreinausstellung und Schreinbeisetzung, wird die Verbundenheit der Paderborner zu ihrem Schutzpatron deutlich sichtbar. Zu Tausenden füllen sie den Hohen Dom, wenn der goldene Schrein mit den Reliquien des heiligen Liborius unter den machtvollen Klängen des Liboritusches aus der Krypta des Domes hinauf in den Hochchor geführt wird. Die ganze Festwoche über reißt der Strom der Gläubigen nicht ab. Aus allen Winkeln des Bistums und weit darüber hinaus kommen die Menschen nach Paderborn, um in der Festgemeinde Gottesdienst zu feiern, um vor dem Schrein zu beten oder um die feierlichen Prozessionen mit dem Stadtpatron mitzuerleben. Der Film Libori – Kirche, Kirmes, Kultur zeigt in bisher nicht gekannter Ausführlichkeit und auf äußerst spannende und informative Weise all das, was die Faszination Libori ausmacht. Die prachtvollen kirchlichen Feiern und Prozessionen, die turbulente weltliche Eröffnung vor dem historischen Rathaus, den familiären Pottmarkt rings um den Dom mit seinen bunten Verkaufsständen, die gemütlichen Missionsgärten an Konrad-Martin-Haus und Johannes-Hatzfeld-Haus, den lärmenden Kirmestrubel auf dem Libori-Berg samt spektakulärer Kamerafahrten in attraktiven Fahrgeschäften, Riesenrad, Wilde Maus, Musikexpress, überschäumende Stimmung in der Almhütte, Statements von Geistlichen und Laien, Offiziellen und Ehrenamtlichen, Pottmarkthändlern und Schaustellern, dem Bürgermeister, dem Schützenoberst. Mehr geht fast nicht. Überzeugen Sie sich selbst. Das Libori-Fest hat Kriege, Irrungen und Wirrungen von Jahrhunderten unbeschadet überstanden. Es wird auch in Zukunft seine Prädikat als einzigartige Mischung aus Kirche, Kirmes und Kultur treu bleiben und vor allem Treffen der Weltkirche sein.